Dann gehen wir mal ins Badehaus. Ich hoffe, das ist für dich kein dubioser Job. Mizuki-san, 終了時間過ぎてるけど。 さっさと清掃して、売り上げの精算よろしくね。 はい、フロント。 お湯の電話悪い？ お客さん変わるたびに風呂のお湯入れ替えないで使ってよ。 え？汚い！ 入浴剤とかでごまかしてよ。 洗面台の奥にあるやつ、はい。 乙姫ランドでございます。 なんだ、ナロハちゃん。 ああ、そう。休むってこと？ で、君確か先々週も生理だったよね。 そんなに休まれちゃ困るんだよ。 一度病院行って検査受けてお薬でももらってくれば。 生理不順なのか何なのか知らないけど、 そんなに休んでたら親父さんの施設で払えなくなっちゃうんじゃないの？ え？ 早く死んでくれれば楽なんだろうけど、まだまだ生きてそうなんでしょ？ ん？泣いてんの？ やめてよ！うちは人生相談所じゃないんだからさ。はい、じゃあまた。 あ！体調良くなったらすぐ出勤してよ。 はい、じゃあ。ああ、ったくやってらんないね、最近の子は。はいはい、求人の方ね。お待たせしましたね。 ダメだ。悪いが俺ここじゃ働けねえわ。同感だな。胸くそ悪すぎる。お前もそうだろ？はあ。ん？なんだ、あんたら喧嘩売るために会ってきたのか？え？ハロワの親父からは何とか雇ってもらえないかって言われてたんだな。何でもやる根性のある連中だからってさ。あのおっさんが何でもやるって言ったって。 こっちにも選ぶ権利はある。まああの神戸って所長には申し訳ないが、やめとこう。世の中他にも仕事はたくさんある。行こうぜ春日。おい一番、何やってんだ。早く行こうぜ。さっきの電話聞いてただろう。 俺もいろんな風俗店にガサで入ったり、客として通ったりしてきたが、こいつはクズ中のクズだ。なんだ、暴力か？ケツ持ち呼ぶぞ、ケツ持ち。うちのケツ持ちは清流会だ。泣く子も黙る横浜清流会だ。それでもいいのか？ここは清流会の島だったか。厄介なことになりそうだな。 おい、春日、さっさとずらがるぞ。おい、なんだお前、本当に清流会呼ぶぞ。それでもいいの？働かせてくださいや、店長。あ？何言ってんだお前。見た感じ店員さんが誰もいなくてお困りなんでしょう。こう見えても俺 16年くらいこの業界にいたんでね。何でもやりますよ。なんなら街でキャストのスカウトもやります。どうでしょう。とは言っても他の方たちが。ん？ Hm? Was ist das für ein Geräusch? Oh. Ein paar Gruppen von Störenfrieden namens Bleach Japan, nicht zu fassen, dass sie schon wieder da sind. Die gleichen Typen wie neulich? Jo. Die demonstrieren jetzt schon einige Tage in Folge vor meinem Laden, geht mir tierisch auf den Sack. Diese Proteste zielen nur auf dich ab. Wir sind das letzte Badehaus in der Gegend, das keinen Hehl aus seinem Geschäft macht. Die anderen wurden alle in Schönheitssalons für Männer oder in Whirlpool
Spas umgebaut. Auf diese Weise fällt es Bleach Japan schwerer, gegen sie vorzugehen. Und warum haben sie es auf uns abgesehen? Wir sind das einzige Soapland, das offen damit umgeht. Wenn die mit den Laden dicht machen wollen, werde ich einigermaßen den Rest der Gegend säubern. Eigenhändig. Ich bin echt ein Glückspilz, oder? Na. Und die Yakuza beschützen dich nicht? Einmal bin ich damit zum Seiru-Clan gegangen. Die hatten nur faule Ausreden. Am Ende tauchten sie auf, als sich alle schon wieder beruhigt hatte. Außerdem beschäftigten diese Typen von Bleach Japan sich alleine aus Spaß mit Anti-Yakuza-Gesetzen. Gegen solche Leute kann selbst die Yakuza wenig ausrichten. Typisch Yakuza. Aber an wen soll ich mich wenden, wenn ich weder zur Yakuza noch zur Polizei gehen kann? Selbst meine Angestellten kündigten aus Angst, davor belästigt zu werden, ich bin am Ende. Deswegen hast du also zu wenig Personal. Okay. Aber solange die Mädchen hier bleiben, läuft das Geschäft weiter. So ist es doch, oder? Nun, solange du sie so behandelst und Bleach Japan keine Ruhe gibt, würde ich nicht damit rechnen. Du kapierst es nicht. Den Mädchen, die hier arbeiten, bleibt keine andere Wahl mehr. Als zu gehen, oder was? Hier arbeiten zwar nur Japanerinnen, doch nun sind sie in der gleichen Lage wie die Einwanderer, die ebenfalls von ihrem früheren Leben fliehen. So einen Job zu verlieren, kommt quasi einer Abschiebung gleich. Sie haben kein soziales Netz mehr, das sie auffängt. Ich habe mir stets gedacht, dass nur Frauen in Geldnot solch eine Arbeit machen würden. Natürlich gibt es auch Mädchen, die vor der Aussicht auf das viele Geld angelockt werden. Die glauben aber, dass sie reich werden, ohne sie wirklich anstrengen zu müssen. Sobald sich die Dinge zum Schlechteren wenden, ergreifen sie die Flucht. Darum stelle ich nur Frauen ein, die so verzweifelt sind, dass ihnen keine andere Wahl mehr bleibt. Diese Frauen arbeiten so hart, als ob ihr Leben davon abhängt. So halte ich den Laden am Laufen. Von wegen am Laufen, du nutzt bloß Frauen aus, die nicht mehr weiter wissen. Du bist der letzte Dreck. Ah, schwierig. Aber eigentlich gibt er sie ja eigentlich eine gute Perspektive, ne? Sag, was du willst, aber die Lust wiegt so schwer auf der Seele wie der Hunger, wenn nicht sogar noch mehr. Die Lust lässt sich jedoch nicht im Imbiss um die Ecke stillen. Sie plagt dich, bis du ein... Solange sich Frauen anbieten, wird es also Männer geben, die zugreifen. So ist das Leben. Ja. Richtig eiskalter Geschäftsmann, der Mann hier. Ja, ja, also, wenn wir den Typen vertreiben, heuerst du uns dann an oder nicht? Sag mal, Kasuga, nach all dem, was dieser Widerling gerade gesagt hat, willst du echt noch hier arbeiten? Dieser Typ ist nicht wie Hamako. Die Welt wäre besser dran, wenn wir Bleach Japan gewähren lassen. Eigentlich normalerweise ja, haltet die Klappe. Es geht um Arbeit, die kann ich nicht ablehnen. Okay, ja, halt Yakuza-Ding, ne? Ich nehme den Job und ich mache ihn gut. Heuerst du uns an oder nicht? Na schön.
Fleißig wie immer, was? Ihr Typen von neulich, was macht ihr hier? Oh, sei... Heute sind wir hier ausgestellt. Angestellt. Angestellte wie? Freunde, sie haben sich zu erkennen gegeben. Die Komplizen der Kriminellen, die Zuhälter. Hä? Wie Verbrecher, warum werden wir dann nicht verhaftet? Soaplands sind als öffentliche Badehäuser geregistriert. So wird das Gesetz umgangen. Ach krass. Das nennt man eine Grauzone, mein Freund. Ein finsterer Schandfleck Japans. Lass uns diese Grauzone weiß machen. Weiß waschen. Bleichen wir sie. Ah, und was ist mit dir? Du hältst dich wohl für einen makellosen, reine und unschuldige Seele. Du hast noch nie ein Verbrechen begangen. Selbstverständlich befolge ich das Gesetz. Das ist die Pflicht jedes rechtschaffenden Bürgers. Du hast also zum Beispiel noch nie irgendwo hingepinkelt. Das ist offiziell nämlich ein Verbrechen. Noch nie im Leben. Ernsthaft? Was ist mit zu schnellen Fahren? Jeder ist schon mal geblitzt worden, weil er es eilig hatte. Nein, nicht ein einziges Mal. Lügner. Sogar ein Kilometer über dem Limit ist schon illegal. Das hast du garantiert schon gemacht. Ich fürchte nicht. Ach, glaube ich auch nicht. Beweise es, falls du Zweifel hast. Beweise, dass ich dieses Verbrechen begangen habe. Okay, und was ihr hier gerade macht, dass die ganzen Leute hier die Straße blockieren, ist doch sicher irgendwie verboten, oder? Wie unwissend du bist, echt witzig. Ach du Scheiße. Die Polizei von Kanagawa hat die Demonstration erlaubt. Ja, eine Genehmigung, auf einer öffentlichen Straße zu marschieren. Ach. Schwierig, solche Leute. Die Polizei war freundlich genug, um die Nutzung dieser Straße für unsere Sache zu überlassen, kapiert? Aber streng genommen steht ihr gerade nicht auf der Straße, das ist das Soapland. Oh, ja, das ist verboten. Ich habe es wohl etwas übertrieben. Und hier steht, dass ihr nur zu zehnt sein dürft. Ich bin kein Mathematikprofessor, aber das sieht mir nach mehr aus. Ja, heute haben wir wohl ein paar Unterstützer mehr. So sind Proteste nun mal. Mal sind man mehr Demonstranten, mal weniger. Zeigt's uns doch an, wenn du was dagegen hast. Aber du solltest nicht damit rechnen, dass die Polizei eine Zählung durchführt. Oh, stimmt auch. Ob es nun 10 oder 15 Leute sind, spielt keine Rolle und das sorgt auch kein bisschen für Ärger. Ha, du bist doch auf der richtigen Spur, Kasuga. Dann habe ich eine Warnung für dich. Marschiert ist gesetzlich so definiert, dass man nicht stehen bleiben darf. Wenn ihr stehen bleibt und anfangt Reden zu halten, ist das eine Verkehrsbehinderung. Euer Recht, diese Straße zu verwenden, ist auch das Marschieren beschränkt. Dass hier ihr stehen bleibt, ist aber ein klarer Verstoß. Theoretisch stimmt das, doch auf jeden Demo hält man an, um Reden zu halten. Alter, damit hat die Polizei kein Problem. Weißt du, wie man das nennt? Eine Grauzone. Sich auf eine Grauzone berufen und eine Grauzone zu kritisieren? Mann, gewagt. Ziehen wir weiter, Freunde. Wir marschieren. Alter, den haben wir es gegeben. Keine Position mehr in Inchio. Schluss damit. Pass auf, dass du nicht stolperst.
Also zuerst hätte ich Ichiban Kasuga, 42 Jahre alt. Die Adresse lautet... Oh, ist das nicht bei Hamako? Ja, wir wohnen in der Etage darüber. Du kennst Hamako-san? Na klar kennt er sie. Ein wenig ist... Jahre her. Also, als nächstes kommt Yu Namba, 41 Jahre alt. Als ob wir älter sind als er. Yu Namba? Du meinst, Namba ist dein echter Name. Nach deinem Vortrag, dass Obdachlose immer falsche Nummern verwenden. Schnauze. Du hast mir geglaubt, dass er falsch war. Das zählt. Du bist blöd, gutgläubig. Bitte was? Okay, okay. Und als letztes hätten wir Koichi Adachi Alter. Was? 59? Nani? Okay. Ich war 2 Monate vor der Rente, aber die Polizei von Kanagawa hat mich vor ein paar Tagen gefeuert. Okay, warum? Das ist hart. Was? Das ist alles? Was soll das heißen, alles? Wir drei fallen auf wie bunte Hunde, oder nicht? Ein Penner, ein Ex-Yakuza und ein unbehaarter entlassener Bulle? Unehrenhafter, glaube ich, ne? Na und, wenn mich so etwas kümmern würde, fände ich nie jemanden, der für mich arbeitet. Stimmt auch wieder. Außerdem habe ich die perfekte Aufgabe für euch drei. Und die wäre? Hoffentlich lässt du uns nicht als erstes die Bäder putzen. Nee, sehe ich mich auch nicht mehr drin. Nee, das ist nur alles 6 Monate nötig. Mir geht das um sie. Sie heißt Nanoa. Seit 5 Jahren ist sie meine beste Einnahmequelle. Das ist das Mädchen, auf das du so wütend warst, weil sie sich den Tag freinehmen wollte, oder? So ist es. Sie ist deine beste Einnahmequelle, wie? Du hast keine Witze gemacht. Dieses Mädchen sind wirklich, ach egal. Ich sagte doch, wer bloß jung und hübsch ist, hält es hier nicht lange aus. Der Hauptreise eines Soamplans liegt in liebevollen Service, die emotionale Bindung der Kunden wahrscheinlich. Emotionen wie das ergibt wohl Sinn. Männer sind im Grunde einsame Geschöpfe. Sogar Typen, die immer eine totale, taffe Fassade haben, müssen irgendwo sie selber sein können. Und die Fähigkeiten einer Frau, die einem Mann zu bieten, zeigt sich für gewöhnlich in ihrem Geldbeutel. Na, Noahs Vater ist so alt, dass er sich nicht mehr aus eigener Kraft bewegen kann. Darum kündigte sie ihren Job bei einer großen Firma und landete hier, um ihm die beste Pflege bieten zu können. Okay. Die ganzen Einnahmen zwischen einem Bürojob und der Prostitution zu überspringen, ist echt mutig. Darum leistet sie so gute Arbeit. Sie gibt alles, was sie tun kann. Was sie kann. Egal wer der Gast ist, alles nur für ihren Vater. Allerdings findet sie in letzter Zeit zunehmend Gründe, um nicht zur Arbeit zu kommen. Das war bisher nie der Fall. Mittlerweile reiste Bleach Japan und Nanoas Fehltage ein Loch in die Kasse. Darum brauche ich eine helfende Hand. Eine helfende Hand? Um sie dabei den Gästen anzulegen? Hör mal. Nein, du Trottel. Ihr sollt herausfinden, warum sie nicht zur Arbeit kommt. Hat sie nicht selbst gesagt, dass sie gerade unerwartet ihre Tage hat? Glaube ich ihr nicht ab. Ich kenne sie. Es gibt nicht viele Gründe, warum jemand mit Geldsorgen nicht mehr zur Arbeit kommt. Glaubst du, sie hat einen Mann nebenher? Oh. Du kennst dich in diesem Geschäftszweig aus, oder? Würdest du uns aufklären? Oh. Ich meine, vielleicht trifft sie sich außerhalb des Ladens mit jemandem. Normalerweise zahlen die Kunden für die Dienstleistungen und das Mädchen und der Laden teilen sich das Geld. Aber wenn sie sich privat treffen, kann das Mädchen weniger berechnen bekommen. Aber selber mehr, weil sie im Laden nichts abgeben muss. Wenn sie damit mal angefangen haben, dann
fragen die Mädchen sich, wozu überhaupt den Laden brauchen. Wozu sie überhaupt den Laden brauchen. Natürlich ist das alles das in allen Läden streng verboten. Womöglich denken sie sich anfangs nichts dabei, doch das zusätzliche Geld erscheint zu verlockend, um damit aufzuhören. Sie fangen sogar an, aus dem Soapland mehr Gäste für ihre eigenen Geschäfte abzuwerben. Manche Läden sind dadurch bereits bankrott gegangen. Darum sollt ihr herausfinden, ob sie nebenbei noch jemand anderen trifft. Okay, sagen wir, das stimmt. Was machen wir, wenn wir den Typen finden? Sorgt dafür, dass dieser jemand sich Nanoa nie wieder nähert. Wie ihr das anstellt, ist mir egal. Ihr seid ein Yakuza, ein Krankenpfleger und ein Cop. Bestimmt fällt euch eine kreative Lösung ein. Oh, das stimmt. Er ist ja Krankenpfleger in Anbar. Hey, Moment mal. Solltest du sowas nicht den Sirio-Clan machen lassen? Sairo-Clan? Die sind wie eine Autoversicherung. Wenn du sie zweckentfremdest, erhöhen sich die Beiträge. Es ist also besser, wenn ich meine Probleme selbst löse. Ach, typisch Unternehmer. Immer an den Profit denken. Okay, sagt uns doch für den Anfang mal, wo Nanoa-san wohnt. Sie war schon länger nicht mehr zu Hause. Wie es aussieht, wohnt sie als Couchsurferin bei anderen Leuten. So nennt man das. Was zur Hölle sollen wir sie dann? Wie zur Hölle sollen wir sie dann finden? Behaltet das Pocket Café im Auge, dann findet ihr sie bestimmt. Das ist ihr Stammcafé. Sie bleibt dort stundenlang, um ihr Handy aufzuladen und das gratis WLAN zu nutzen. Ja. Hoffentlich findet ihr sie. Bringt sie dazu, wieder regelmäßig zu erscheinen, dann zahle ich euch anständig dafür. Klingt, als hättest du uns als billige Detektive angeheuert. Nomiya ist clever, er wirkt schludrig, aber er kennt seine Leute in- und auswendig, im Job und privat. Wenn er das mit Absicht macht, ist er gut. Das heißt nicht, dass er kein Arschloch ist. Ihm geht es bloß um den Gewinn. Ja, Geschäftsleute halt, ne? Ja. Nee, das glaube ich nicht. Okay. Vielleicht stimmt es nicht. Immer. Aber ja, die meisten Soaplands profitieren von Leid ihrer Angestellten. Du meinst, ihre Schulden und familiäre Probleme, sowas wird ausgenutzt, nicht wahr? Im Grunde ja. Die Frauen racken sich ab, um sich aus der Lage zu befreien und der Laden unterstützt sie. Ich find's echt nicht gut, wie Nomiya über Menschen redet. Aber er beschönigt auch nichts. Er kennt die Realität des Geschäfts. Leider ja. So kann man es auch ausdrücken. Ich habe schon als Kind jede Art von Widerlinge kennengelernt, die es in Kamurocho gibt. Und ich wette, den Typen liegen seine Mädchen eigentlich richtig am Herzen. So jemand ist mir tausendmal lieber als ein Arschloch, denen es scheißegal ist, warum die Mädchen den Job machen. Naja, dass ich Arschlöcher hasse, heißt ja nicht, dass ich Widerlinge mögen muss. Also finden wir den Beweis und streichen. Okay, wir wissen immer noch nicht, ob sie wirklich jemanden außerhalb hat. Fangen wir einfach mit dem Café an und in das sie angeblich immer geht. Würde ich auch sagen. Let's go! Lass mal gucken, wo der Lachs ist. Ja, oh, der ist ja da ganz oben. Ich werde auch mal gucken, dass wir hier nicht in eine Mission rein triggern wie hier. Oder hier, wo wir in der letzten Folge zum Badehaus gegangen sind. Da sind wir reingelaufen. Aus Versehen und ja, das würde ich gerne vermeiden wollen. Aber irgendwie haben wir die auch beendet, ne? Die Mission in der letzten Folge. Keine Ahnung, wie oder keine Ahnung. Warum die auf einmal aufgeploppt ist? I don't know. Bin mal gespannt, was im Café so ist. Oh, Chicken del Sol. Chicken der Sonne, okay. Wir brauchten was, niemand eigentlich, theoretisch. Okay, dann machen wir das halt nicht.
Ist das hier ein thailändisches Café? Nee, ne? Ich glaube nicht, das ist thailändisch. Also. Wir müssen rüber. Ja, Wellen. Shoot. Ja, lass mich mal durch. Ne? Oh, ey! Endlich gehen wir mal hier lang. Hier wollte ich ja schon immer hin. In diese Richtung. Das ist ja cool. Ist halt echt cool aussieht, diese Meile hier. Was ist denn das für eine Meile? Ah. Wahrscheinlich. Oh, warte mal. Ah, nee, wir kommen. Ich dachte, wir sind jetzt hier drüber, aber nee. Wir sind noch nicht da drüben. Ach komm, weißt du was? Die nehmen wir uns mit. Jetzt Action. Ne. Alter, dass das geht. Dass der Fahrraddings da gekickt hat, Alter. Das war ja nice. Boah, das schießt sauer, ey. Jetzt ist er sauer, weil er ewig Kopf genannt wird. Oh, Mann. Jetzt bin ich aber richtig schlecht im Blocken. Ah, Hauptsache mit Ichiban. Ah, den treffe ich nicht. Ah, den treffe ich aber richtig. War der falsche, aber naja. Hauptsache, wir haben den auch down. Oh. Na, was macht er jetzt? Ich habe geblockt, ne? Habe ich jetzt auch geblockt? Irgendwie sehe ich das nicht. Also irgendwie ist das gerade verbuggt, würde ich nicht sagen. Aber irgendwie ist es nicht mehr so eindeutig, dass man das sehen kann. Oh, 117. Unerfahrener Yakuza erledigt. Ja, und Adachi müsste jetzt das Rest machen eigentlich. Nein? Ach, krass. Ah, jetzt habe ich wieder perfekte Deckung. Ah, Nanma, unser Held, macht das jetzt. So, dann würde ich sagen, wir gucken mal in der nächsten Folge, was sie so ein Pocket Café treibt, wenn sie überhaupt da ist. Und mal schauen.